ja, genau. Spielen wir noch eine Runde Super Mario 35. Habt ihr das schon getestet, wenn ihr eine Switch besitzt? Das ist witzig. Ich meine, Tetris 99 habe ich ja gesuchtet, wie blöd. Das ist jetzt bei Mario 35 nicht so, aber das ist schon immer wieder mal echt, echt nett. Echt witzig. Ja, und daran habe ich auch gedacht, dass das durchaus mit Corona zusammenhängen könnte. Ich dachte auch ursprünglich, dass es so lange dauert, bis Steve veröffentlicht wird, eben wegen Corona. Allerdings könnte es tatsächlich sein, dass es auch daran gelegen hat, dass Steve jetzt ein bisschen länger gedauert hat, weil die ja wirklich jede Map überarbeiten mussten, um die Blöcke platzierbar zu machen von Steve. Das war anscheinend ja ein großer Aufwand, wenn man Sakurai glaubt. Und das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber bestimmt wird da Corona auch seine Rolle gespielt haben. Wegen Corona ist Francis, ja, ich glaube auch, Francis York Morgan. Ich meine, es gibt noch keinen Sticker von Deadly Premonition und noch kein Kostüm. Und solange das noch nicht drin ist, glaube ich noch, dass der als Kämpfer kommt. Nein, nachdem jetzt Travis Touchdown nur als Kostüm ins Spiel gekommen ist, glaube ich schon gleich gar nicht mehr an Francis York Morgan. Aber cool wär's. Aber nee, aber ein Kostüm oder zumindest ein paar Sticker würde ich mir schon wünschen. So. Starten wir mal Mario 35. Falls ihr das Konzept nicht kennt, funktioniert das im Grunde so, dass 35 Leute gleichzeitig das erste Mario spielen und jeden Gegner, den man besiegt, schickt man zu einem anderen und der wird dann bei dem ins Spiel platziert. Und gleichzeitig läuft der Timer unentwegt ab und durch das Killen von Gegnern kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Und ich habe gemerkt, dass ich mich verschlucke, wenn ich zu viel rede und außerdem, dass ich überhaupt nicht mehr klarkommen mit dem ersten Mario. Ich spring dauernd in die Schlucht. Ah, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich... Doch, es passt schon. Okay, alles gut. Kriegen wir schon hin. Es ist nur eine Gewöhnungssache. Das erste steuert sich halt doch noch sehr anders, wie jetzt zum Beispiel das dritte. Mario ist hier viel träger noch. Double Kill! So, die grauen Gegner sind quasi immer die Gegner, die mir andere geschickt haben. Eine Feuerblume ist natürlich super. Ah, ich komme nicht mehr klar. Egal. Und Münzen sind auch ziemlich wichtig in Mario 35, weil für Münzen kann man sich Items kaufen. Wenn man irgendwie gerade ziemlich in der Bredouille ist, man ist klein, man ist kurz vorm Tod, überall gefährliche Gegner, kann man sich für 20 Münzen auf Knopfdruck ein zufälliges Item holen. Wenn man Glück hat, irgendwie Unsterblichkeitsstern oder Feuerblume, ist schon cool. Ich glaube, die bringen auch, genau, die bringen extra Zeit, die Items. Also es macht schon Sinn, die einzusammeln. Na. Ich habe auch vor kurzem mal wieder das erste Metroid für den NES gespielt. Das hat auch eine seltsame Steuerung, wenn man die nicht mehr gewöhnt ist. Samus springt da wirklich sehr träge irgendwie durch die Luft. Und ebenso auf, also so eine feste Flugbahn auch. Es ist, fühlt sich einfach komisch an, das erste Metroid, finde ich. Ich meine, damals hatte man noch nicht viel Vergleichsmöglichkeiten quasi. Insofern, ich hätte lieber die Gegner killen sollen. Ich glaube, in dem Spiel macht Abkürzungen nehmen gar nicht so viel Sinn. Ich mach's trotzdem. Ich meine, man kann hier zumindest tatsächlich in andere Level sich teleportieren, wenn man das will. Aber ob sich das lohnt, vor allem wenn man nicht in die Röhre kommt. Moment, ich bin wieder... Bin ich was? Ich dachte, ich habe Welt 2 Level 1 genommen. Habe ich Welt 1 Level 2 genommen? Anscheinend. Okay. Auch nicht schlecht. Thank you.
Oh, wenn jetzt dann die ersten Bowsers kommen, dann wird's spannend. Das ist nämlich dann echt krass. Wenn dann lauter Bowsers durch die Level springen, weil irgendwelche Leute die Bosse besiegt haben. Das kann einem den Run ganz schön versauen. Nein, die Feuerblume verlieren ist auch nicht gut. Erstes Level. Ich hole mir mal ein Item. Vielleicht ist es ja eine Feuerblume. Moment, hier gibt es eh eine. Moment, ich habe einen Pilz bekommen. Das ist fast schon gemein eigentlich. Oh, oh, nein, nicht gut. Ah, puh, das war Glück. Cheater. Cheater-Gegner. Wenn sie nicht mehr auf dem Bildschirm sind, existieren sie nicht mehr. Oh nein. Mist. Sehr gut. Ich habe gerade so viel extra Zeit und auch noch einen Ersatzblock auf der hohen Kante. Ich falle bestimmt gleich irgendwo in die Schlucht. Ich kenne mich doch. Oh oh, da haben wir den Salat. Lauf, Mario, einfach ignorieren. Schnell! Sehr gut. Mist, nicht gut. Ich frage mich, wie viele Gegner da theoretisch gleichzeitig auf dem Bildschirm sein könnten. Haben die da ein Limit eingebaut und wie die überhaupt verteilt werden? Also gut, ich meine, ich kann mir aussuchen, wem ich die schicke, aber würde mich echt interessieren, wie weit man das auf die Spitze treiben könnte, wenn man wollte. Ich könnte ja mal ganz lange stehen bleiben und abwarten, was passiert. Ich meine, die Zeit läuft halt dann ab, aber vielleicht staunen sich ganz viele Gegner an. Ich will es gar nicht probieren irgendwie. Und jetzt bin ich wieder im ersten Level. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Progression in dem Spiel funktioniert. Weil ab und zu kommt man schon in weitere Level. Ich war schon in Level der zweiten Welt, aber manchmal irgendwie auch nicht. Ich muss mal nochmal den Geheimgang im zweiten unterirdischen Level gehen. Ich meine, irgendjemand hat ja auch schon Bowser besiegt. Offensichtlich. Oh oh, bei mir spawnt gleich schon wieder ein Bowser, nämlich. Ah! Mist. Ich dachte, ich kriege ihn. Gib mir eine Blume. Oder so. Das ist auch nicht schlecht. Oh, guck. Einmal geht's ganz schnell. Bam. Endboss-Level. Wetten, hier falle ich runter gleich. Ich kenne mich doch. Puh. Wenn der jetzt voll gespuckt hätte, ich hätte nie im Leben in irgendeine Richtung ausweichen können. Ah, oh, das war doof. Oh, schnell, jetzt durch. Hier, nein. Ah, nein. Jetzt steht da noch eine fleischfressende Dingspflanze.
An der Ende der Brücke. Ich habe sie nicht gesehen. Tja, das war cool. Aber so schnell kann es gehen. 2 Level. Yeah. 10. Ich wurde einmal 2. Das ist bisher meine Bestleistung. Aber die Pflanze habe ich gerade echt nicht überrissen. Schauen wir mal nach anderen Spielern zu. Manchmal zieht man coole Geheimnisse an, die ich mich schon gar nicht mehr erinnern konnte. Gerade bei den letzten, die übrig sind, die kennen die ganzen Kniffe und... mein Gott, der hat über 400 Münzen! Der hat vorgesorgt. Oh, guck mal, da kommen schon Fische und... Dingsies. Wie heißen die Squids im Mario-Universum? 5-1. Wow. Ich glaube, ich sollte mal nachlesen, wie das funktioniert, dass man wirklich weiterkommt in weiter fortgeschrittene Level. Die haben eine gemeine Hitze und diese Pflanzen, finde ich. Das ist schon ziemlich crazy, was bei dem so rumschwirrt. Da bin ich echt noch ziemlich verschont geblieben von verrückten Gegnern. Der war noch unsterblich. Gibt es ein Limit, wie viel Münzen man haben kann? Wahrscheinlich 999, oder? Ich glaube, die Zeit ist relativ streng begrenzt sogar. Die geht tatsächlich nur bis 400 oder 450 oder so. Also ich meine, das ist eh ziemlich viel, aber ja, 399 anscheinend nur oder 400. Oh, so schnell kann es vorbei sein. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der hält länger durch. Schauen wir mal beim nächsten zu. Oh, bei dem geht's auch gerade zu Ende hier, oder? Ja. Sehr schön. Es sind nur noch 2 übrig. Jetzt wird's spannend. Entweder hier. Wie heißt er? Wie wird der Name? Ah, da. Entweder Jimmy oder... weiß ich nicht. Der hat das nötige Feingefühl für die Sprünge. Oh oh, sage ich gerade und dann passiert sowas. Über 1000 Münzen. Okay, 999 ist nicht das Limit. Okay, mach's gut. Ciao. Wie spät ist es denn jetzt? Ja, vielleicht machen wir noch eine Runde. Dann ist eh Schluss. Ja, danke dir auch. Ciao. Wo ist er denn jetzt gelandet? Was ist denn das für eine Welt? Ich kann es nicht mehr sagen. Oh oh, da oben wird es gerade gefährlich. Okay, hat es nochmal aus der Bredouille geschafft. Das war gerade eine schwierige Situation. Ich finde das auch interessant, dass man wirklich in den kleinen Fenstern allen 35 Spielern gleichzeitig beim Spielen zusehen kann, in klein halt. Ich meine, selber muss man sich auf seinen Bildschirm konzentrieren, aber ich glaube, wenn man zusieht, ist das schon auch cool. Im Grunde, dass man so viel... Wobei es eigentlich zu viel ist, oder? Kann man eigentlich gar nicht mehr. Die schicken sich jetzt im Grunde die ganze Zeit die Gegner hin und her, die zwei. Schlacht der Giganten hier, das hört nicht mehr auf.
Im Endeffekt geht es jetzt wahrscheinlich wirklich weiter, bis einer in die Schlucht fällt. Weil die haben irgendwie beide, ich weiß nicht, hat er auch so viele Münzen erfasst? Die haben beide unglaublich viele Münzen für Special Items, haben beide die maximale Zeit, die man haben kann. Ah, er gar nicht, stimmt nicht. Aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass irgendwer stolpert und in die Schlucht fällt. Mein Gott, wäre das frustrierend. Stellt euch mal vor, es gäbe einen Jump'n'Run, in dem der Charakter einfach ab und zu stolpert oder ausrutscht und dann fällt er in die Schlucht und ist tot. Ich meine, das gab es theoretisch war das in Melee? In irgendeinem Smash Brothers war genau das der Fall. Da konnten die Charaktere ab und zu mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Hammerbrüder, jetzt wird's ernst, ausrutschen, wenn man lossprinten wollte. Aber das war halt in der Regel kein großes Ding. Nur halt für kompetitive Spiele war das ein bisschen nervig. Deswegen haben die es wahrscheinlich nicht übernommen. Aber eigentlich fand ich immer lustig eher, dass das passieren kann. Okay. Sterblichkeitsstern. Jetzt würde ich mal sehen, der hat jetzt die beiden Hammerbrüder geschickt, ne? Wann kommen die denn? Ah ja, relativ schnell, da sind sie schon. Das ist halt schon gemein. Oh, jetzt haben wir nicht gesehen, wie er gestorben ist. Schade. Aber zwei so Hammerbrüder einem rüberschicken, das ist natürlich schon mies. Dann vielleicht noch ein Bowser dazu oder so. Nicht schlecht. Ich verstehe nicht genau. Ich habe jetzt hier Kurs 2-2 ausgewählt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das eigentlich bringt. Weil ich starte jetzt trotzdem, glaube ich, in Welt 1-1. Keine Ahnung, los geht's. Man kann theoretisch auch sich aussuchen, wen man anvisieren will quasi, wen man die Gegner schickt. Ich habe jetzt einfach eingestellt, dass ich dem, der mich angreift, zurück angreife. Aber das eskaliert manchmal ein bisschen. Deswegen gehe ich lieber auf der die meisten Münzen hat. Das ist eine gute Idee. Wenn du 2-2 wählst, wird das Level im Lost-Topf reingeworfen. Und von allen 35 wird immer ein zufälliger... Ah, ich verstehe, das ist cool. Ich suche mir quasi aus den Leveln, die ich schon gespielt habe, eins aus und das wird in den Level-Topf geworfen. Ich verstehe schon. Ah, okay. What? Warum bin ich gerade nicht gestorben? Wie blöd. Okay, cool. Das ist ja eine witzige Mechanik. Jetzt verstehe ich das endlich. Ich habe mir immer gedacht, warum macht man das eigentlich? Interessant, cool, danke. Ob das jemals wieder aufhört, das Geräusch? Nein, ich bin so doof. Auch nicht schlecht. Nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, aber nehmen wir. Und zurück ins erste Level. Cool. Das war gerade knapp und crazy und ich weiß nicht genau, was genau passiert ist. Sehr cool. Nein, Mario! Was machen wir denn? Das ist doch doof hier. Warum denn?
komm schon. Ich glaube, ich sollte echt ein bisschen mehr Münzen sammeln und ein bisschen mehr darauf achten, dass mein Konto immer voll ist. In brenzlichen Situationen kann einem das ganz schön retten. Naja. Warum ist es denn so leer bei mir plötzlich? Das ist eigentlich gemein, wenn einem keiner Gegner schickt, kriegt man echt Zeitprobleme. Ob ich meinen Gegner noch wirklich Paracooper schicke, wenn ich die... Ist wirklich, würde mich interessieren. Oh Gott, was war das für ein Sprung? Ob ich den, wenn ich die quasi als Cooper fertig mache, trotzdem Paracooper schicke. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man das erste Mal auf die drauf springt, verlieren die ja ihre Flügel und werden dann zu normalen Coopers. Was kriegt dann der Gegner geschickt? Ich muss mal darauf achten, ob man überhaupt Paracooper schicken kann, aber wahrscheinlich. Wirklich nicht viel los hier, ne? Oh mein Gott, ist das wirklich die Original-Schwimmphysik? Nee, die ist viel schneller, oder? So schnell war man... Nee, nie im Leben. Das ist der Turbo-Schwimmmodus hier. Ist ja auch quasi ein Rennen, so ein bisschen. Oh, muss man sich aber erst dran gewöhnen. Das ist crazy. Ja, come on. Nein! Nein! Ich mach's gerade nicht besser. Gib mir was Gutes. Nein! Was noch Gutereres, bitte! Oh Gott! Ah! Also wenigstens ein... Genau, danke. Puh,
Konzentration. Ein Level frei. Ja, genau, ich glaube auch. Nein! Oh, es lief so gut. Quack, 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 quack. Platz 9. Tja, alles, was ich jemals erreichen wollte. Und es ist genau 11. Perfekt. Dann machen wir Schluss für heute. Aber ist wirklich nett, oder? Ist wirklich ein cooles Spiel. Es ist lustig. Aber ehrlich gesagt will ich, glaube ich, gar kein anderes Icon. Man kann so viele Icons freischalten. Ich glaube, ich will gar kein anderes als den Goomba. Insofern... Na dann, Leute. Gute Nacht. Hab mich gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ah, warte, ganz kurz. Ah ja, genau, guck hier. 2-3 habe ich jetzt freigeschaltet. Aha, man muss quasi immer ein Level mindestens einmal schaffen, damit man den Nachfolger-Level kriegt, im Grunde. Jojo, cool. Na dann. Hey, Abraxe, danke schön nochmal für die Abschieds-Binding of Isaac-Köpfe. Nicht traurig sein. Ey, genau, stimmt, am Donnerstag gibt es diese Woche überhaupt keinen Special-Stream. Ja, eigentlich, ich finde, ne, es hat auch seine Vorteile. Ich habe dann Zeit für andere Sachen, kann ein bisschen mehr Zeit in die nächsten Specials stecken. Das ist auch nicht schlecht. Aber nächsten Dienstag ist dann wieder Streamstag. Also dann, gute Nacht. Ciao.